Genug Magieresistenz vorhanden, ist nicht so gefährlich. Bant jetzt auf der Suche nach dem Support, wird aber gestunt, wird hier permanent im Stun gehalten. Mountain hinten drin. Die Bullet Time trifft nicht die richtigen Ziele. Man kommt nicht wirklich an die Backline dran. Auf der anderen Seite, Bescheid definitiv in der Backline. Oh, Aatrox. Das ist eine Menge Schaden. Bescheid, Carry Me. Der schlägt zu. Rico darf sich den Last Hit holen. Fast schon ein bisschen gemein für Bescheid, Carry Me, wenn das war wirklich eine Menge Aatrox-Schaden. Und da gibt es keinen Kommen. Shiro muss jetzt aufpassen, denn Türme bringen nicht so viel gegen Malphite und Mundo. Man sieht schon, sie gehen da rein. Gute Ulti hält sie da alle fest. Auf der Stelle Shiro mit dem ersten Kill. Der Rest des Teams kommt langsam nach. Shades in den Turm rein. Das war zu viel. Könnte sich erwischen lassen. Wird jetzt hier einer nach dem anderen reingezogen. Shades entkommt auch. Shutdown für Rico. Und sie haben halt ein sehr, sehr gutes Team, um Engages zu nehmen, um zu wählen, welche Kämpfe sie nehmen wollen. Es sei denn, Band lässt sich da reinziehen. Muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, The Shy Carry Me, Vorsicht, du spielst gegen einen Tank. Tanks sind sehr, sehr stark im 1 gegen 1, kann man nicht leugnen. Oh, der Flash rettet Banter gerade so. Und jetzt ist natürlich die Jagd eröffnet. Es geht nochmal nach vorne rein, der Schaden von Jin. Shutdown für Rico. Die Autotanks tun weh, nachladen ist angesagt, Crazy Iron. Mit dem Exhaust mal versucht, da was zu machen, wird jetzt hier aber auch runtergejagt. Flash hinten dran, Band ist das nächste Ziel, das ist das Ace. Ja, das ist ein schlechter Ansatz, muss passieren. Man müsste vielleicht irgendwie Kletter aus dem Fall rausbekommen, danach den Weg für die Sekuren. King Güler allerdings wird jetzt einfach geplatzt. Auf der Backline! Untamed ist auf der Backline! So viel AOE schon! Ainoani ist fast raus! Einfach nur durch den Tanks und noch Market Joe verfolgt! Market Joe fällt auf, der Teamfight sah so schlecht aus am Anfang, aber man hat die richtigen Ziele bekommen. Nur noch Spitzweg jetzt auf der Jagd. Nach wenigstens noch ein bisschen was für sein Team, denn auch er wird fallen. Was kann er noch rausholen? Es ist halt Demonic Embrace und Liandris in einem. Das ist natürlich schon eine ganze Portion. Kletter geht jetzt mal rein für den Steal, probiert ranzukommen, wird zurückgehuckt, wird rausgenommen. So viel CC. Es ist zu viel CC für Kletter. Aber Spitzweg ist zur Stelle. Schnappt sich ein. Der Baron geht aber an Ruby. An Table in der Frontline drin. Der Knockup nicht wirklich getroffen, aber Güler nach vorne gegangen. Und immer noch ist es Kronos am Leben. Weiter mit den AOE-Ticks. Durch, aber auch Kronos sieht hier den Engage. Animani befreit sich schon mal hinten, Spitzweg drin. Rito Fleser kann nicht wirklich was machen. Güler allerdings hat ihn sofort rausgenommen. Und auch Klette ist nicht in der Lage, was zu machen. Aber Spitzweg holt Kronos. Und Klette überlebt lang genug. Spitzweg kann jetzt jagen gehen mit der Akali. Das ist die optimale Situation für eine Akali. Low-Life-Targets und King Güler wird einfach weggeburstet. Einmal Insanity, einmal AP-Burst bestellt und abgeholt. Rito Fleser wird das gleiche Schicksal fahren.